Hey und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Wilson. Und ich war jetzt 2 Stunden weg, aber ich spiele jetzt weiter. Und wir waren jetzt hier bei diesem tollen Ei stehen geblieben. Und ich probiere es jetzt nochmal. Aber habt Nachsicht, wenn es nicht so funktioniert, wie ich es gern hätte. Wie ihr es gern hättet, wie auch immer. So. Muss nämlich noch so ein bisschen reinkommen ins Gameplay. Diggi! Gottes Willen, hier sind viel zu viele Viecher! Wozu habe ich eigentlich so eine Rolle, ey? Dafür, dass die irgendwie nicht so funktioniert, wie ich das möchte? Ja, sind ja nur 100 Gegner, ist ja kein Problem. Wie schön mir die Viecher hinterherlaufen, ey. Aber so kann man das gut machen, ne? Nur mal schnell ein paar Tränke nehmen. Vielleicht mal so ein paar Giftstachel. Ey, die kann man ja einfach so wirken, ne? Es ist nicht schlecht. Okay. So, erstmal Truhen checken. Mit ein bisschen, wir rennen um das Ding rum, geht das eigentlich. Dann hat sich das ja gelohnt. So, gibt es hier noch irgendwas? Wir haben hier noch Gold und so liegen. Das nehmen wir natürlich mit. Wenn wir schon mal hier sind, ne? So. Ja, man sagt ja, ja, es ist doch noch in der Alpha. Ich habe mich da mit meinem Bruder vor allem drüber unterhalten gehabt, eben noch, weil wir uns noch ein bisschen getroffen haben und so ein bisschen um See gefahren sind und sowas. Und hinterher heißt es dann, das Spiel wird nicht weiterentwickelt, da hat man 20 € umsonst reingesteckt, aber ich weiß nicht, ich habe trotzdem irgendwie eine Menge Spielspaß für die 20 € und ja. Ich denke mal, man würde es dann ja auch weiter so behalten, wie es ist. Man kann nicht mal ein rollendes Fass kaputt machen. Naja. Aber ich denke mal, gerade wegen der Nachfrage, die jetzt vielleicht größer wird, weil da einige Leute, glaube ich, jetzt langsam mal drauf gespannt sind. Wieso kann ich hier nicht hoch? Jetzt kann ich hier hoch. Nee, doch, hä? Okay. Ist noch so eine Sache, die man unbedingt mal beachten sollte. Nee, da wollte ich jetzt lieber nicht rein. So. Ich finde diese Drehweise auch sehr geil. Und also wir sind mal gespannt, wie das in der Alpha mal aussehen wird. In der Beta oder dann hinterher, wenn es fertig ist. Ein Wuttrank. Das ist irgendwie das, was wir so gar nicht benutzen. Das heißt, den nächsten Gesundheitstrank, den packen wir hier mal rein. So. Aber ich liebe es einfach, Feuerbälle zu werfen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt oder so, aber ich mag das. Ich schau mal weiter. Noch ein paar Pitusse töten. Warte mal, wird hier es hier angezeigt? Es wäre cool, wenn man jetzt sehen könnte, welche Quest hier ist. Die Wurzeln. Warte mal, gibt es hier einen Questlog? Ich glaube nicht, ne? Hier ist auf jeden Fall die Tante. Das heißt, wir laufen richtig. Die Tante wohnt nämlich, glaube ich, in diesem Baumhaus da. So. Und immerhin haben wir ja noch die Möglichkeit, hier frohen Mutes durch die Gegend zu streifen. In der Höhle waren wir schon. Das sieht so sehr spinnig aus. Das Spiel ist schön. Für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. 20 € war es wert. Und es ist ja auch erst in der Alpha. Wer weiß. Es kam mir sogar Donnerstag erst eine Info oder so. Ich habe mir das gar nicht, also ehrlich gesagt, noch gar nicht richtig durchgelesen. Ich wollte mir das mal anschauen. Man das noch nicht anklicken kann, das nervt mich voll.
Aber ich finde gut, dass das hier so leuchtet. Also, dass da so ein Strahl nach oben geht. Das gibt mir gleich den richtigen Diablo-Flair. Die Grafik ist so schön. Ich hoffe, dass es mal ein Diablo 4 geben wird, was ähnlich aussieht. Also Blizzard hätte das mit Sicherheit richtig gut drauf. So, hier ist ein Wegpunkt. Aber haben wir den schon? Ich glaube schon, oder? Scheiße, wir sind zu dieser Tante gelaufen, oder? Ja, sind wir. Ach Mann. Gut, dann gehen wir das jetzt erstmal bei dieser Tante ab. Sag mal, kann man hier eigentlich... Ja, ich glaube, das macht aber keinen Sinn, da hochzugehen. Naja, gut. Wir geben es jetzt erstmal ab. So, ich drehe das hier nochmal. Dann schauen wir mal. Dann haben wir ja nur noch... Na, Alte? Ein echtes Pitus-Ei, danke. Es ist so süß, damit wird es tadellos klappen. Natürlich. Schade eigentlich, dass ihr nicht zwei oder drei mehr gebracht habt. Ist das dein Ernst? Es sollte aber für unsere Aufgabe reichen. Ich hoffe es. Okay. Alles klar. So, jetzt hole ich noch den letzten Rest, meine liebe Dame. Ich werde aber vorher in der Stadt hier ein bisschen was verscherbeln. Ach, der Gastwirt. So, ich würde aber gerne, nachdem ich meine Items nochmal gecheckt habe, zum Händler gehen. So, der Regen, der bringt uns nichts. -6% Schaden. Fähigkeit, Schaden an Untote. Ja, unsere Ringe sind, glaube ich, erstmal besser. Bruderschaftsgürtel der Mörder. Crit Schaden, Crit Chance. Ist auch nicht schlecht. Es fehlt mir das Übersichtsfenster, wie viel Crit Chance wir haben. So, Schuhe. Willenskraft, maximales Leben, erhöhte Lebensregeneration. Das ist gut, das nehmen wir mal. Armbinde der Diebe. Ah. Ja, okay. Wir haben den Spaten. Der ist so schön. Smith Hammer. Ein Saphir. Schattenschaden. So. Kleidung der Lehrlinge. Aber das ist alles hässlich. Verscherbeln wir das mal alles. Ja, der verkauft das auch nicht schlecht. So, was verkauft. Was verkauft er denn hier Schönes? Schärpe des Alchemisten. Goldring. Okay. Onyxring. Es sind voll die schönen Ringe hier, ne? Oder so Amulette. Ach ja. Haben wir denn jetzt mal genug Geld für den Feuerregen? Nee, aber dafür brauchen wir eine Stufe weiter. So. Mittlerer Gesundheitstrank. Davon kaufe ich jetzt... Ey, nein! Scheiße. So, den legen wir jetzt mal dahin und den hierhin. Und, lieber Händler, wir verkaufen Giftfiole, Blutungsfiole. Jetzt geht's aber los hier, ey. Mittlerer Umbra-Trank. Okay. Ja, warum nicht? So, Juwelier. Was kostet denn so ein Stein? Ist nicht ganz so günstig. Okay. Ja, damit können wir erstmal leben. So, das ewige Grab. Müssen dann hier nach oben. Ah, das ist so schön hier alles. Allein diese Spiegeleffekte hier, ey, das ist mega gut gemacht. Wir haben hier so einen Untoten, den haben wir gerade voll zerlegt. Wir betreiben hier voll die Grabschändung eigentlich. Amulett des Barbaren. Wir sind eher die, die schlimmen Grabschänder hier. Aber egal. Jetzt müssen wir noch Gammelwurzeln uns besorgen. Nicht genug Ausdauer ist ja okay. Ich habe ja schon verstanden. So, in der Aufnahme links ruckelt das ein bisschen, aber das
Kann auch einfach an der Anzeige liegen. Bei mir. Ich hoffe, dass das jetzt nicht in echt so ist. Oh, guckt mal, wie das Gras hier mitgeht. Das ist geil. Robertopas, ein Kupferstein. Das sind also die, die... Wow, das ist neu, das Vieh. Ein Ghoul. Ja, wenn wir damit mal Schaden machen würden, ne? Dafür müssten wir uns wohl auf Kriegermagier skillen oder so. Einfach mal angerollt kommen und es tot machen. Nice. Hier ist eine schöne Ecke. Hier ist doch... Wow. Ja, sehr schön. Blitzschlag. Können wir das? Weiß es nicht. Flammender Untoter. Der ist, glaube ich, auch neu. Egal, wir sammeln das ein. So. Nein, das konnten wir noch nicht. Sperrfeuer. Oh, da können wir gleich was ändern. Dornenschaden. 25 auf Verteidigung. Ich nehme mal den magischen. Da habe ich ein besseres Gefühl bei. So. Sockeln wir das einfach mal da rein. Hier haben wir auch noch einen Sockel frei. Gegenstandsstufe zu niedrig. Oh. Okay, gut zu wissen. Irgendwas wollte ich jetzt noch gucken. Ach ja, Fertigkeiten hier. Warte mal. Da. So, der Blitzschlag. Den tauschen wir jetzt mal aus. Oh, ist das geil. Zieht euch mal die Blitze rein. Und man kann das gedrückt halten. Boah. Nice. Ey. Ist voll meins. Wenn ich jetzt noch Leben pro Treffer hätte, ne, dann wäre das ja der Wirbelwind auch echt sinnvoll. Jetzt müssen wir den Blitzschlag hier noch gut machen und dann können wir da voll mit reinhauen. Aber wir sind im Moment voll der Feuermagier. Deswegen geht das schlecht. Oh, nice. Ich finde dieses Wegrollen auch ziemlich gut. Level 11, das ganze Gras vibriert. Super, geil. Ich liebe das Spiel, Leute. Lasst mich einfach. Es ist so toll. Das sieht auch echt geil aus mit dem Baum hier. Sieht schon sehr nice aus. Warum verschwindet er, wenn ich davor stehe? Das finde ich jetzt nicht gut. Ich muss einfach noch mal. Sehr schön. Nebenbei mal heimlich einen Screenshot gemacht. Hier gibt's nichts. Benutzt dieses gern als Fortbewegung im Moment. Also Blitz kann ich mir auch sehr geil vorstellen. Allein diese Animation, das sieht wirklich schon sehr heftig aus. Also ist schon nicht schlecht. Oh, und hier wird die Uhrzeit angezeigt. Fällt mir jetzt erst auf. War schon so abgelenkt die ganze Zeit vom Spiel, dass mir sowas nicht aufgefallen ist. Boah, nice, ey. Supergeil. Das hat hier gerade so eine schöne Abendstimmung, ne? Das muss man dem Spiel mal lassen. Was haben wir da an schockenden Untoten? Bringt dem aber auch nichts. Wow.
Muss irgendwas anderes für die Wutkosten finden. Irgendwie, dass man dann aufstampfen kann und das Umbra regeneriert sich oder so. Das wäre vielleicht nicht ganz so verkehrt. Da oben ist eine Kiste, da gehe ich doch mal hin. Das leuchtet auch so schön, wenn es aufgeht. Nicht gut. Hier habe ich augenscheinlich was getötet. Und hier liegt Geld. Ich finde diese Zeichen, dass hier mal eine Zivilisation zu gewesen scheint, sagt man das so? Das ist schon cool. Die Vernichtung kommt, meine Freunde. Ein Komet, oh mein Gott. Jetzt kommt der Meteormagier, ey. Sorry, Leute, aber ich brauche den jetzt. Ist der schön? Ist der schön? Wie viel verbraucht der? Eine Menge. Okay. Pack noch mal ein bisschen was in die Beweglichkeit. Der mit sehr viel Willenskraft, weswegen wir, glaube ich, auch so gut Schaden machen. So, aber wir gucken hier noch mal. Noch nicht implementiert. Dann nehmen wir das doch mal mit. Kritischer Zauber. Die Nutzung der Zauberbinder. Ja, wir nehmen jetzt mal alles hier. Passt schon. Das wird schon irgendwie. So, jetzt gehen wir die Picasso-Straßen hier wieder hoch. Sieht man eigentlich die Regentropfen im Wasser? Wenn wir nicht gerade Feuer wirken. Doch, sieht man. Geil. Sehr schön. Okay, ich gehe jetzt mal lang, wo der Weg hier lang führt, ja? Ja, wir machen das mal richtig hier. Lol, die ist gerade auf den zugesprungen. Also nicht Magier sein, kann ich mir auch sehr geil vorstellen. Wenn man richtig tanky ist und einfach nur reingeht und den hier macht, den Wirbelwind-Barbar, könnte geil sein. Aber je nachdem, ob es sich anbietet, kann ich es mal ausprobieren. Alle möglichen, ich sag mal, Skillungen hier. Oder man macht dann mal einen Streamabend, wo man dann halt mal einen Typen ausprobiert. Hier haben wir einen Wegpunkt. So. Natürlich sind jetzt hier solche Dornen. Aber ich kann ja mit Feuer schmeißen, deswegen ist das nicht schlimm, weil da wird mir bestimmt warm mit. Oh. Oh. Ja, hast du wohl nicht lange gelebt, Eisbrecher, ne? Ich will ja nichts sagen. Eine Blutungsfiole. Ja, ich gehe gleich rechts weiter. Hier sind nur noch so ein paar Leute, die ich jetzt gerade mal umbringen muss. Oh. Und den muss ich auch umbringen. Warte mal.
Und dann bringt er nicht mal irgendwelche nicen Sachen, ey. Ja, diese Eiszombies hier, die einfach langschleichen wie sonst was. Na, okay. Wir sammeln jetzt mal weiter Wurzeln in diesem schweren, gefährlichen Eisgebiet. Warum komme ich da jetzt nicht ran? Okay, dann eben nicht. Hauptsache, ich krieg 5. Ich probiere auch alle aus, ob ich sie nehmen kann oder so. Aber Hauptsache, ich krieg 5. Alte, du wirst gerade angegriffen, nur mal so. So. Das sieht doch gut aus. Das muss ich jetzt auch mitnehmen. Bisschen Geld machen und so. Ach, es ist so schön. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Okay. So, jetzt werden wir jetzt hier aber wohl die letzte... Oh, nice. Eisbrecher. Hä, das war's mit dem schon? Ist das euer Ernst? Hier ist eine Truhe. Nice. Nehme ich. Ich habe keinen Platz im Inventar. Ist ernsthaft? Dann teleportiere ich mich doch mal zurück. Genieß ein bisschen Wärme der Stadt. Guck mal, ob ich was im Inventar habe, was man gebrauchen kann. Oh. Schaden. Plus 7% auf alle Attribute. Dann tausche ich das mal mit denen aus. Verzauberter Stab des Feuers. Unsere Axt ist einfach 10-mal geiler, leider. Deswegen können wir die nicht tauschen. So. Maximales Leben, Lebensregeneration. Okay, dann können wir jetzt hier guten Gewissen alles beim Händler verscherbeln. So, und bei den Steinen könnte ich nochmal probieren, ob wir die irgendwo reinkriegen. Gegenstand zu niedrig. Okay, dann verscherbeln wir das jetzt auch einfach. Dann gehen wir doch mal zurück. Sieht schon nice hier aus, ne? Wobei, was mir so einfällt, wir porten uns in die Stadt und benutzen einfach den Wegpunkt von dort. Das ist, glaube ich, 10-mal einfacher, als da jetzt hinzugehen. Ne? Also ich finde, das macht mehr Sinn. Ah, die Bäume sehen auch einfach schön aus, ne? Das muss man denen lassen. Und so realistisch finde ich auch. Also ist schon sehr geil. So, ich habe deinen Scheiß geholt. Fantastisch. Hoffentlich sind das auch frische Wurzeln. Ah, die sind wohl etwas zu frisch. Die sind ja alle gefroren. Ach, egal. Die passen auch so in den Trank. Okay. Jetzt, wo ich das Herz und die Wurzeln habe, kann ich die Mixtur vervollständigen. Und das Ei, das kommt flugs in mein Omelette. Ich bin echt am Verhungern. Ist jetzt nicht ihr Ernst, oder? Was? Ihr wisst nicht, dass Pitus-Eier hervorragend für das Verdauungssystem sind? Außerdem sind sie verdammt teuer. Ihr hättet mir wohl kaum eines gewagt, wenn ich euch gesagt hätte, dass ich es mir in die Pfanne hauen will, oder? In der Tat. Lassen wir das für den Moment. Das Wichtigste ist, ich habe den Trank vollendet. Tada! Wenn das euer Schwertaxt und was? Wenn das über euer Schwertaxt und Hände schütten, solltet ihr die verdorbenen Knoten zerstören können. So, genug geplappert. Lasst es uns einfach ausprobieren. Der nächste Knoten ist nicht weit von hier. Im Osten werdet ihr ihn finden. Ich werde euch dort erwarten. Lasst mich ja nicht zu lange alleine. Schimmer, Alter.
Reiche und zerstöre den verdorbenen Knoten. Hier. Kein Problem. Was machen wir? Komme ich da durch? Nein, natürlich nicht. Oh, ich sehe schon Freude. Da ist ja einer von diesen Knoten los. Haut drauf. Aber Vorsicht, er regeneriert sicher. Er reagiert nicht sicher freundlich auf unsere Anwesenheit. Okay. Muss ich jetzt irgendwas über meine Waffe schütten? Kann mich schon mal reinstellen. Was zum Teufel geht denn hier vor? Doesn't work. Why does it not work? I forgot something. Ist es nicht ihr Ernst, oder? Ja, sehr witzig, ich weiß. Ihr könnt mich dann später auslachen. Zuerst werde ich das mal schleunigst beheben. Ich muss sie natürlich beschützen. Ist ja klar. Ihr sollt mich beschützen. Du musst dich von vorne beginnen. Oh, ich bin gestorben. Ich habe gar nicht auf mein Leben geachtet. Ja, Alte, wenn du mich nicht voll labern würdest und ich einfach in Ruhe meine Arbeit machen könnte, wäre das ja alles kein Problem. Meine Fresse, ey. Oh, es wird ja super. Okay. Wir schießen einfach Feuerbälle auf Eier. Das ist immer ein guter Plan. Zerstör es. Ja, kein Problem, Alte. Wie wär's, wenn du mitmachst? Ey, meine Herren. Okay, erstmal schnell hier noch Bücher. So, Donnerwetter, ich glaube, da habe ich was richtig Tolles hergestellt, oder? Jetzt sollte der Trank aber funktionieren und ihr könnt alle anderen verdorbenen Knoten vernichten. Ey, toll. Oder fällt mir etwas Wichtiges ein. Ihr könnt nun die Verdorbenheit dort treffen, wo es wehtut, in den verdorbenen Herzen. Eines werdet ihr im Osten finden. Was? Hinter den verdorbenen Feldern, nahe der Ruine des Graufelsentempels. Ihr werdet es töten müssen, denn nur so könnt ihr die Ausbreitung verringern. Das ist die letzte Aufgabe, die ich für euch habe. Danach werden wir über eure Geschichte reden. Sobald ihr fertig seid, solltet ihr mich in der Silberkrone treffen. Ich sollte wirklich alles aufschreiben, was während meiner Forschung passiert ist, sonst glaubt mir das wieder keiner. Viel Glück, Alter. Als Dankeschön für meinen Schutz dürft ihr euch einen Trank aus meiner persönlichen Sammlung aussuchen. Es sollte für euch sehr nützlich sein, egal wohin euch eure Reise verschlägt. Es ist gar nichts davon nützlich, ehrlich gesagt. Jetzt ist sie einfach weg, die Alte, ey. Ist das ihr Ernst? Jetzt muss ich natürlich hier hingehen und das Herz zerstören. Ist klar. Ich gehe erstmal in die Stadt. So. Aber für diesen Part war es das nämlich auch. Aber ich gehe jetzt hier nochmal schnell verscherbeln. Was habe ich denn gekriegt? Frostnova kenne ich bereits. Dann kann ich das bei Heini lassen.
und beim Händler den Scheißfuck. Wo ist die Waffe hin? Bitte sag mir, dass das nur ein Anzeigefehler ist. Ja, ein Glück. Ich wollte schon sagen, mein Herz, ey. So. Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.